Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Es sieht so aus, als ob der vielleicht finale Kampf gegen die wilde Jagd beginnt. Alle Vorbereitungen sind erledigt. Alle sind auf ihrer Position. Avalach wartet, dass wir uns melden und kampfbereit sind. Das werden wir auch gleich tun. Ich will nur noch eine Sache machen, nämlich einen Absud zur Vorbereitung hier trinken. Und ich werde wieder den nehmen, den wir schon mal hatten. Und zwar, das war... Genau, dieser hier, der Nachterscheinungsabsud. Geralts maximale Vitalität wird durch jeden getöteten Gegner erhöht. Die Erhöhung hält an, bis Geralt meditiert oder eine Schnellreise unternimmt. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt viele, viele Gegner töten werden, ist meine Vermutung. Und das könnte sich lohnen. Was ich nicht weiß, ob rein technisch, ich sage jetzt mal Zwischensequenzen, wenn über Zwischensequenzen ein Ortswechsel erfolgt, ob das als Schnellreise zählt. Weiß nicht. Egal, wir nehmen es trotzdem. Ich verbrauche das Ganze und ja, los geht's. Ansonsten, Bomben sind alle bereit, Tränke im Prinzip auch. Wir können uns vielleicht hier in dem Zelt nochmal umschauen, ob da nochmal was Interessantes für uns dagelassen wurde, was wir vielleicht nutzen können. Ne, mit einem Wählener Langschwert müssen wir jetzt nicht gegen die wilde Jagd ziehen. Und das Buch Die wilde Jagd kennen wir auch. Wer sie jetzt noch nicht verstanden, kennengelernt hat, der kann jetzt nochmal nachlesen, das ist doch auch ganz nett. Aber ansonsten scheint es hier nichts Relevantes zu geben. Außer ein paar leere Flaschen, Knödel und so weiter und so fort. Also, was ich mir noch wünschen würde hier, wäre ein Schleifstein. Und so ein Rüstungstisch, aber den scheint es hier nicht zu geben. Meine Güte, die haben ja hier ein richtig großes, schickes Lager aufgebaut. Ich bin beeindruckt. Guck mal kurz hier rein. Oh ja. Also, wenn die Nilfgaarder was machen, dann machen sie es richtig. Warte mal, hier ist zumindest noch ein Schmied. Aber ich glaube, der hat hier... Nee, das ist nur Quartiermeister, aber mit dem sprechen wir trotzdem. Willst du spionieren oder falschen? Zeig mir deine Waren. Vielleicht hat er noch was Spannendes, aber ich glaube, mit dem haben wir auch schon mal gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob der auch gut ankauft. Ist jetzt schwer zu sagen, aber wisst ihr was? Ich verkaufe jetzt den ganzen Mist hier, dann sind wir das los. Haben wir hier einmal klare Verhältnisse. Achso, er hat schon nicht genügend Geld. Na gut, dann hat sich das jetzt auch schon erledigt. Bis dann. Bis dann. Und dann aber jetzt los zu Avalach, der dort auf uns wartet. Also, Geralt, bereit? Ja. Schnappen wir uns die Bastarde. Mit Vergnügen, Geralt. Mit Vergnügen. Oh, er ist auch richtig motiviert. Ich gebe dir mein Herz? Was für eine Art Zauber soll das sein? Ein alter Liebesbrief, uralt. Wie gesagt, dieser Stein sollte ein Liebespaar vereinen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Eredin so etwas mal sagen würde. En verellet cirenate. Ada eich blen eide mei. Der Elfenstein hat funktioniert. Sie kommen.
Gib dein Bestes, Geralt. Aizir, Galevorne. Oha, weiter kommen wir wohl nicht. Mir nach. Die Nagelfahr muss in der Nähe sein. Stille. Es ist ganz still. Das ist eine Falle. Wir müssen fliehen. Sofort. Diesmal nicht. Nein, Cyrael. Du bist nicht bereit. Du hast keine Kontrolle über deine Kräfte. Ich schaffe das schon. Ciri! Aus dem Weg! Ciri! Das Eis. Ein Zauber. Du musst den Magier finden, der ihn gewirkt hat und seinen Stab zerstören. Nicht nur seinen Stab. Okay, also der Plan ist schon in der ersten Sekunde offenbar gescheitert. Wow, was hat sie denn für einen mächtigen Schlag? Ist ja unglaublich. Wahnsinn. Okay. So, ich habe immer noch... ganz sicher, wie ihre Fähigkeit am besten noch einzusetzen ist, die sie ja noch hat. Aber naja, so, ist hier noch jemand? Oh, da kommen wir mehr. Wir müssen aber eigentlich hier hoch, ne? Ich glaube, wir werden uns hier einfach den Weg durchkämpfen. Scheiß drauf. Wer hinter uns ist. Immer weiter. Wir brauchen auch irgendwie keine Sonderschnickschnack. Wir sind einfach hier der eisige Tod. Für diese Viecher. So, wen haben wir da? Karatir. Du wartest. Okay, da liegt er schon. Ha! Du bist schnell, aber ich bin auch schnell. Ich spüre richtig ihre Wut. Jawohl. Der Stab scheint zerstört. Steh auf, Ciri.
los, Geralt. Oh mein Herz, Irael. Oh mein Herz. Isgardiad. Okay, da ist Geralt. Kann Ciri jetzt ihre Kraft kontrollieren? Ah. Das Eis schmilzt. Hexe? Also gut. Bringen wir es zu Ende. Das würde ich aber auch sagen. Okay. Jetzt erstmal. Was mache ich hier eigentlich? Du kannst nicht gewinnen, auch nicht, wenn du mich tötest. Naja. Das glaubst du auch nur. Schmeckt dir das Silber? Na. Okay. Den können wir ganz gut. Oh, verdammt. So, jetzt haben wir endlich Schutz. Warte mal. Waldkauz. Donner. Schutz ist weg. Das war schlecht. Ich muss hier in Bewegung bleiben. Ansonsten kann ich auch nochmal Bomben werfen. Siehst du? So einfach ist es nicht. Ah. Wo das herkam, gibt es noch mehr. Okay, Eisgenius. Besser wird. Oh. Shit. Nein. Ah, da habe ich nicht gut aufgepasst. Das war nicht gut. So, tatsächlich hat mir jetzt der Wechsel von Ciri zu Geralt echt irgendwie Probleme bereitet, muss ich zugeben. Haben wir den Waldkauz genommen? Ja. Donner noch? So, okay. Behalten. So, Schutz du ist da. Nicht gewinnen, auch nicht, wenn du mich tötest. Siehst du, so einfach okay, ist es nicht. Kommt der Eisgolem. Gibt es noch mehr. Aber gegen den sollten wir eigentlich keine Probleme haben. Ich versuch's nochmal mit unserer Bombe. Auf ihn jetzt mal. Das könnte ganz gut sein. Ah, nee, doch nicht. Okay, wir brauchen wieder Schutz. Und ich habe, glaube ich, immer noch keinen Dogma. Jetzt habe ich ihn. Okay, also die Bombe hat irgendwie nicht gut funktioniert. Jetzt kommt der nächste Eisgenius. Aber mit dem könnte. Ah, ja, gut. Shit. Schutz ist da. Und mit dem haben wir kurz einen Prozess gemacht. Wir müssen wieder zu ihm ran. Schade. Und wir brauchen Schutz da. Ah, ich muss da immer sofort nochmal hinrollen. Hilft das Einfrieren? Danach kriege ich normalerweise immer einen Crit, aber. Na, okay, jetzt, das war nix. Ah! Wo ist er? Siehst du, so einfach ist es nicht. Wo das herkam, gibt es noch mehr. So, der ist hinüber. Ah, aufpassen, Schutz ist weg. Du kannst nicht gewinnen, auch nicht, wenn du mich tötest. So, ran an ihn. Oh nee, also er ist auch schnell. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, das waren jetzt ein paar entscheidende Schläge. Er hat aber wieder einen Eisgenius gezaubert, kein Problem. Du kannst
nicht gewinnen. Auch nicht, wenn so, jetzt haben wir ihn da in der Ecke, das nützt aber meistens nichts. Vielleicht kann ich durch eine andere Bombe ihn nochmal... Es gibt ja diese Silberbomben, oder? Lithiumbomben. Viechern. Da musst du da absolut jetzt mal her. Ja. So, wir nehmen nochmal Donner. Das war der letzte Donner. Und wir nehmen nochmal Waldkauz. Da haben wir Gott sei Dank noch einiges. Ah! In der falsche Richtung. Siehst du? So einfach ist es nicht. Wo das herkam, gibt es noch mehr. So, wir ignorieren mal den Eisgenius. Wir machen hier wieder Schaden. Genau, richtig. Ja, trifft den Eisgenius selbst, den habe ich tot. Haha! Habt ihr es gesehen? Schutz. Da hinten bist du. Ja, lächerlich. Okay. Weg. Ist er erschöpft oder was? Jawohl. So, wir wissen... Oh nein, der Balken hält uns auf. Aber, liebe Leute, wir wissen, wo an unserem Wamst hier der entsprechende Trank ist. Warum sollten wir den nicht nehmen? So, auftauchen. Was ist da oben los? Ist das jetzt Feuer? Brennt schon mal. Jetzt haben wir vermutlich ziemlich viel von unserem Pulver schon verbraucht. Okay. Wir müssen an Bord der Nagelfahr gehen. Ich prüfe noch mal ganz kurz, welche Bombe und welchen Alternativtrank vielleicht jetzt wir noch nutzen können, was uns jetzt vielleicht noch hilft. Also, Zeichenintensität, nee. Zeit verlangsamen, nee. Adrenalinausschüttung, das könnte gut sein. Gift ist, glaube ich, irrelevant. Wirkt, ja, Chance Crit bei Stürmen, ja, ich weiß nicht. Nee, okay, Leute, wir nehmen dann mal hier
Mariborwald rein und stelle Donner. Und bei den Bomben gucken wir mal. Vielleicht Demeritiumsplitter, das könnte noch interessant sein, wobei wir nur zwei davon haben. Vielleicht. Naja, gut, probieren wir es erstmal. Okay, auf geht's. Verfluchte Scheiße! Das ist unsere Chance! Ja, ah. Hast du Ciri gesehen? Sie war bei deinem Elfen. Unsere Freunde sind da. Durch ihre Rüstung. Wirf sie ins Meer. Okay, wir sollen eigentlich an Bord gehen. Wie machen wir das am besten? Können wir die ignorieren? Ja, ignorieren scheint schwierig zu sein. Man lebt nur einmal. Zeig mir, was du zu bieten hast. So, am besten weiter jetzt hier. Okay. Krieger der Weltenjagd, die sind Gott sei Dank kein großes Problem. Wer ist der Nächste? Wer will Stahl von Skelly geschmecken? Hjalmar, hast du Ciri gesehen? Bei der Nagelfahr. Okay. Wir ersaufen euch, Dreckschweine, bis die Bucht schwarz von euren Leichen ist. So, weiter. Gott sei Dank haben wir Unterstützung. Aber wisst ihr was? Um die Hunde kümmert ihr euch ja hier, ne? Wir wollen auf die Nagelfahr. Oh nein. Krach. Irgendwelche letzten Worte. Halt's Maul und kämpf! Du hattest deine Chance. Hexer, ich hatte gehofft, dass du kommen würdest. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Aber erst später. Wenn du im Sterben liegst. Kriegst du auch zu sehen. Okay. Können wir den blocken? Oh, oh, oh. Okay. Unangenehm. Okay, er blockt aber ziemlich gut. Das heißt, warte mal. Na, Falle ist ja jetzt total gut. Das war Quatsch. Oder eigentlich was anderes. Mal versuchen, was bei Feuer so weit hin passiert. Ah, brennt zumindest. Das ist gar nicht schlecht. Okay, wir brauchen auch Schutz. Ah ja. Versuch mal zu blocken. Ah. Wir können blocken, aber ihn nicht parieren, glaube ich. Das heißt immer nur ein Treffer wahrscheinlich. Sollte ihn mal fixieren. Oh. Das geht aber schwer. So, jetzt habe ich ihn. So, dass wir immer schön in seiner Richtung hier sind. Weißt du, was passiert jetzt? Oh nein! Bringt er uns? Okay.
Okay, wenn er schlägt, macht er offenbar zwei Schläge gerne. Aber eben nicht. Was war das? Sind das irgendwelche... Vergessen hier Schutz zu zaubern. Ah, diese blöde Falle. Warum mache ich die immer? Schutz ist das, was ich brauche. So, jetzt machst du wieder deinen Kram. Damit kannst du mich nicht beeindrucken. Nein! Oh Gott! Was für ein Quatsch. So. Warte mal. Manchmal den Maribor-Wald. Da hinten bist du. An der Klippe. Kann ich dich da reinschubsen? Oh. Ganz gut unter Kontrolle hier im Zweikampf. Da hinten ist er wieder. Gefährlich, wenn er erstmal in seinen Schlagrhythmus kommt. Aber wir sind auch gefährlich. Wir haben aber nur noch einen überlegenen Absolut. Aber wir können natürlich durch den Trank auch heilen. Das habe ich nicht vergessen. Einfach Maribor-Wald. Gibt uns ja auch was. Da hinten. Was ist jetzt? Er verschwindet wieder, ernsthaft? Wir sind zurück hier. So,
So, kommt. Jetzt versucht er nochmal alles, aber wir auch. Also was zu sagen. Avalach hat uns beide hinters Licht geführt. Er hat uns beide gegeneinander aufgehetzt und ist mit Cirilla verschwunden. Ich glaube dir nicht. Ciri. Was? Ich dachte, du weißt das. Ich weiß nur, dass Avalach uns vielleicht verraten hat. Was? Ein Unwetter? Geralt, schau! Was? Was zur Hölle ist das? Ich kann es ja kaum glauben, aber das Tor zwischen den Welten ist offen. Wir müssen den Turm erreichen, schnell! Und Avalach aufhalten, solange das noch rückgängig gemacht werden kann. Was werden wir dort finden? Wenn man den Folianten Glauben schenken kann, werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Schwerkraft, Zeit! Und Vic wird komplett auf den Kopf gestellt. Du übertreibst doch, oder? Kein bisschen. Die Sphärenkonjunktion hat begonnen. Die Welten, sie sind ausgerichtet. Sie durchdringen sich gegenseitig. Avalach könnte das ausnutzen und die Enelle herbringen. Oder Schlimmeres. Wenigstens wissen wir, wo wir Ciri suchen müssen. Komm mit und sei vorsichtig. Okay. Wir müssen uns auf Ciri konzentrieren. Was glaubst du, will Avalach von ihr? Das gleiche wie Eredin, nehme ich an. Er will sie benutzen, um ein Tor zwischen den Welten zu öffnen. Scheiße! Ein Erdbeben? Wir müssen uns beeilen! Ja, er will wahrscheinlich seine Welt retten. Wir wissen ja, dass sie... Das Schiff zerbricht jeden Moment! Untergeht. Versteck dich im Hohlraum auf der anderen Seite. Los! Wer los? Veturé, Serrano. Was ist denn lang gesagt? Schnapp dir das Pferd, das spart uns Zeit! Ja. Okay, auf geht's. Dies ist nicht Ragnarok. Noch nicht. Die Konjunktion fängt gerade erst an. Was wird als nächstes geschehen? Ich weiß es nicht, Geralt. Ich... Da kommen noch mehr. Oh Gott. Wir müssen uns beeilen, Geralt. Die Tore zwischen den Welten werden größer. Ein Reiter. Ich weiß nicht, wohin. Na, das ist die Richtung. Das Beben wird stärker. Wir haben nicht viel Zeit. Und jetzt?
Warte. Was hat die erwischt? Die weiße Käthe. Verdammt, wir werden begraben. Warte. Quares, Tarvel. Bleib dicht bei mir. Ja, okay. Jen hat einen Riesenquen gezaubert, quasi. Das war das. Komm schon. Nein! Oh Gott! Hier, nein! Oh nein, wie dumm ist das? So, da bin ich wieder. Musste doch noch eine Ecke nachspielen. Aber das dürfte ein Pferdestand gewesen sein. Gleich kommt das Viech. Wir lassen mal Jenne ein bisschen was machen. Jetzt bloß nicht runterfallen. Man rutscht hier nämlich auch. Das ist echt gefährlich. Verdammt! Avalach hat den Turm mit einer magischen Barrikade umgeben! Kannst du sie auflösen? Auflösen? Nein. Ich kriege höchstens einen Riss rein. Und nur ganz kurz, weil... Genauerchen. Kommen wir beide durch. Nein. Du musst alleine gehen. Ich komme mit Ciri zurück. Ich weiß. Agoret, Cheygane, Agoret. Jetzt, Gira! Oh, Jen. Mir geht's gut. Geh jetzt. Und bestell Avalach. Herzliche Grüße. Okay. Hier sind wir schon mal gewesen. Da sah es hier noch harmloser aus. Und jetzt ist es das Tor zwischen den Welten. Der Ort einer neuen Sphärenkonjunktion. Wahnsinn. Geralt, wie bedauerlich. Ich hatte gehofft, dass du dies nicht mit ansehen musst. Wo ist Ciri? Ganz nah. Hör zu. Sei still. Mir reicht es mit deinem Scheißdreck. Zieh die Waffe, bringen wir es hinter uns. Wohl, dass ich dich verschone. Ich glaube, dass du einen Unbewaffneten nicht angreifst. Da wäre ich nicht sicher. Ich bin wirklich sauer. Ich bin nicht dein Feind. Ich helfe Cirilla doch nur. Ich glaube dir nicht. Kann ich nicht. Nicht nach all dem. Glaubst du denn mir? Avalach sagt die Wahrheit. Ich habe ihn gebeten, mir beim Öffnen des Turms zu helfen, den ich betreten will.
Warum zum Teufel tust du das? Die wilde Jagd ist besiegt. Die weiße Kälte aber nicht. Die Prophezeiungen sind wahr. Ich habe Welten gesehen, die in Eis gefesselt sind. Ich weiß, was euch erwartet. Nur das ältere Blut kann die weiße Kälte aufhalten. Nur ich kann es. Die Prophezeiung. Oh mein Gott, seit The Witcher 1 beschäftigt uns dieses Thema. Du musst dieses Opfer nicht erbringen. Da liegst du falsch. Die weiße Kälte ist unvermeidbar. Sie wird die Welten einfrieren, eine nach der anderen, und alles Leben vernichten. Nur ich kann die Zerstörung verhindern. Ich habe lange darüber nachgedacht. Mein Entschluss steht fest. Es muss einen anderen Weg geben. Was weißt du schon vom Weltenretten, Dummkopf? Du bist ein Hexer. Das ist meine Geschichte, nicht deine. Lass sie mich zu Ende erzählen. Geralt weiß, dass es richtig ist. Viel Glück, Ciri. Vielleicht hätte ich es dir sagen sollen. Vielleicht hättest du es doch verstanden. Ich kenne dich besser, als du glaubst. Lass mich nicht warten. Folge er mir bitte. Ah, da schwillt mir doch die Zornesader. Hauptmann! Sprich. Das Schwadron vierte Karte. Die ganze Division Funsberg. Alle desertiert. Weiß General, wo er hieß davon? Er ist in einer Besprechung. Niemand kann zu ihm. Unsinn. Geh und erstatte sofort Bericht. Oh Mann. Nilfgaard hat auch Probleme.
Tilsoe Ere. Und Ciri scheint verschwunden. In der ewigen Kälte. Die Redania werden bald hier sein. Seine Entscheidung muss jetzt getroffen werden. Und wenn der Kaiser sich weigert, muss es eben jemand anderes tun. Wie kannst du es wagen? Seine Majestät wäre heute nicht mehr am Leben, wenn meine Leute den Meuchelmörder letzte Nacht nicht gestoppt hätten. Und du glaubst, das gibt dir das Recht, so anmaßend zu sein? Was ich glaube ist, dass es bald einen weiteren Mordversuch geben wird. Und ich weiß nicht, ob wir ihn noch einmal vereiteln können. Gwen Har, Dwe Gladiven. Oh krass, die Redania scheinen plötzlich erfolgreich zu sein. Und sogar Anschläge zu verüben. Sprich. Ciri ist tot. Wie ist das passiert? Die weiße Kälte. Kennt ihr die Prophezeiung? Ciri wollte sie aufhalten. Das hat sie auch, aber den höchsten Preis gezahlt. Wo ist ihre Leiche? Ich glaube nicht, dass sie jemals gefunden wird. Wer weiß noch davon? Avanach, der elfische Wissende. Aber auch ihn werdet ihr nicht finden. Und Yennefer? Sie will im Norden bleiben, wenn ihr nichts dagegen habt. Habe ich nicht. Und du? Nach Kriegen gibt es für Hexer immer viel zu tun. Ich reise nach Osten, vielleicht auch nach Norden. Hat Cirilla gesagt, hat sie dich gebeten, mir etwas auszurichten? Puh. Okay. Schwieriger Moment. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist jetzt mal der Augenblick für eine Notlüge. Sie war traurig, dass sie euch nicht lebewohl sagen konnte. Hat sie das so gesagt? Wirklich? Das musste sie nicht. Sie wollte Frieden mit euch schließen. Das weiß ich. Wenn es sonst nichts mehr gibt. Doch, eines noch. Aber du kannst gehen. Hexer, ich will dich nicht mehr sehen. Nie wieder. Braucht ihr Hilfe mit eurem Wagen? Nein. Das ist eigentlich nicht direkt unserer. Eher ein gekapertes Fahrzeug. Beute, könnte man sagen. Die Leute haben ihn offenbar in der Eile zurückgelassen. Wohin sie geeilt sind, weiß ich nicht. Aber es wäre doch eine Schande, wenn er den Roten in die Finger fiele. Veränderung liegt in der Luft. Man gewöhnt sich dran. Jetzt sind die Schwarzen weg. Da werden die Hexenjäger bald eintreffen. Aber das Leben geht weiter. Wir müssen das Beste draus machen. Wie wahr? Also, an die Arbeit, bevor uns die Nacht überrumpelt. Braucht ihr wirklich keine Hilfe? Ich glaube, wir kommen zurecht. Wohin willst du? Zur nächsten Taverne, wie du aussiehst. Ja, aber erst habe ich noch eine Verabredung. Beim ehemaligen Lager der Nilfgaarder. Bis dann. Viel Glück. Okay, krass. Wo sind wir jetzt? Sind wir wieder in Weißgarten? Tatsächlich. Ha! Okay, das ist spannend. Ja. Wahnsinn. Die große Geschichte mit der wilden Jagd ist erstmal zu Ende gegangen. Ich muss das erstmal ein bisschen sacken lassen. Hier müssen direkt irgendwelche Monster sein. Wir haben mitbekommen, was passiert ist.
Ciri hat nicht nur irgendwie eine Welt gerettet, so wie wir, sondern Ciri hat, keine Ahnung, Dutzende, Tausende Welten gerettet. Mehr geht wohl nicht. Und sie wusste genau, was ihr Schicksal ist. Und sie hat sich geopfert. Nun gut. Unser Abenteuer mit Geralt ist noch nicht zu Ende. Nicht nur, dass wir hier noch offenbar in Weißgarten was zu erledigen haben, sondern es bleiben weitere Aufgaben, ihr wisst es, die wir natürlich auch noch angehen werden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.